Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy X. Und wir haben in dieser Folge den Kampf der Beschwörungen, denn wir kämpfen gegen diese Troller hier mit unseren Beschwörungen und mal gucken, was wir so gegen sie reißen können. Sie wollte es ja unbedingt wissen. Ich bin da sehr gespannt, wobei ich... Hatte ich eben die Anzeige von ihrer Beschwörung gesehen? Ja, schauen wir mal. Vielleicht hat die auch mehr Beschwörung als wir. Schwarzmagie. Wir können auf jeden Fall Wasser gegen Ifrit einsetzen. Das müsste ganz schön gut ziehen. Die Statuswerte einer Bestie erhöhen sich, wenn das Medium stärker wird. Derselbe Ifrit kann also unterschiedliche Statuswerte aufweisen, abhängig von den Fähigkeiten des jeweiligen Mediums. Dieser Ifrit verfügt über viele HP und hohe Angriffskraft. Nur durch geschickten Einsatz der Befehle sanfte Tour und harte Tour ist es möglich zu gewinnen. Durch die sanfte Tour füllt sich die Ekstaseleiste nicht mehr. Dafür erleidet die Bestie weniger Schaden. Durch die harte Tour muss die Bestie mehr einstecken, doch dafür erfüllt sich die Ekstaseleiste schneller. Wenn der Gegner zu einer kraftvollen Attacke ansetzen sollte, die sanfte Tour gewählt werden. Dieser Ifrit wiederholt seine Attacken in der Reihenfolge Angriff, Meteorit. Demnach wird er nun mit Meteorit angreifen. Die sanfte Tour sollte jetzt gewählt werden. Und wo haben wir das? Sanfte Tour. Und dann machen wir nochmal Water. Machen wir nochmal Wasser. Keine Lust, die ganze Zeit jetzt zwischen diesen Dingern hin und her zu changen. Ich weiß nicht, wie viel sie ziehen das so ab. Okay, das lohnt sich dann also doch, das einzusetzen. Laserstrahl. Also das mit der sanften Tour lohnt sich. Willst du mich verarschen? Das Ding muss sowas von down sein. Ach, und jetzt haut es einfach mal zwei hintereinander raus, oder was? Ist klar. Als wenn das über 2000 Leben hat, was es ja jetzt theoretisch haben müsste, dann ist es ja kein Wunder, dass wir... Von Unreife, ganz ehrlich, dein Vieh ist eine dreckige Miesgeburt. Zeug von Unreife. Reisering erhalten. I think you might defeat Sin before I am able. Warum immer so? I cannot. Or should I say, I was not able to. You mean farewell, Yuna. We'll meet again. Okay. Also kann man von der immer Items abgeiern, wenn man sich mit der anlegt. So, dann machen wir nochmal... Müssen wir heilen? Müssen wir jetzt eigentlich nichts großartig. Latschen wir mal weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob das Item dementsprechend besser ausgefallen ist, wie viel Schaden wir gemacht haben. Aber wir haben ja eigentlich schon einiges an Schaden auf das Vieh gemacht. So, jetzt werden wir... Konnte man nicht auch irgendwie changen? Habe ich da jetzt irgendwas? Lulu. Lulu ist bisher echt die Beste. Weil sie einfach gegen... Durch ihre Elementzauber einfach gegen alles, was Starkes hat. Und gegen solche mit Panzerung ist Auron der Beste. Ist auch gut zu wissen. Noch mal ein paar Level gestiegen. Müssen irgendwann demnächst mal wieder das Sperrobrett anschmeißen. Was
Beru. Denn da können wir uns wieder verbessern. Ich bete um eure Unversehrtheit. Ah, so, warte mal, da. Die Truhe wollen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Ja, das läuft, ey. Warte mal. Achso, den wollte ich einsetzen. So. Sie tauschen wir mal eben gegen Kimari. Das Vieh ist echt heftig, ne? Ja, Drakonik. Bam! Feintech, Kernspucken, Flammensprung. Hauen wir mal raus. Jetzt nicht der Übershit, aber besser als nix. Aber hat auch schon ganz gut Erfahrung gebracht, der Teil. Gucken wir mal, was wir hier drin haben. Allheilmittel. Dann. Ability. Yuna kann mal eben kurz ein bisschen heilen. Das ist halt das Problem bei Lulu. Die hat halt kaum Leben, ne? Die kannst du in so einem Match wegballern. You're a summoner? Yes. My name is Yuna. I'm Callie. Nice to meet you, Callie. Lady Yuna, are you going to bring us the calm? Yes. Very soon. Yay! We're looking forward to another calm, my lady summoner. I'll do my best. And good luck to your guardians as well. Was passiert jetzt? Ach, nichts. What's the calm? The calm is a time of peace. Okay, das dachte ich mir schon. It comes after a summoner defeats sin and lasts until sin reappears. Sin dies and is reborn. I get it. I thought it was weird. Yuna's dad defeated sin 10 years ago, right? But sin's still here. Didn't make much sense till now. Wait, if it just comes back... Don't say it isn't worth it. Because it is. Even for a little while, people can sleep in their beds without being afraid. That kind of time is worth anything. Don't say it isn't worth it. Your words that day, Yuna, I remember them well. Ja gut, 10 Jahre ist aber echt kurz, Alter. Richtig kurz. Da ist ein Ball. Hey, was soll das? Das war mein Ball. Tja, jetzt hast du keinen Ball mehr. Da bin ich kaltherzig. So, mit ihm
greife ich ihn an. Oh shit. Fliegend. Stimmt ja. Ist auch nicht so geil. Wechseln wir mal Walker ein. Ne, reicht ein normaler Angriff. Und dann wechseln wir. Ich hab's mit dem Wechsel noch nicht so ganz drauf. Mann, ordentliche Erfahrung. Dies ist ein Schutz gegen Hitzemonster. Airbodies Medium. Bitte nehmt es an euch. Vulkanring. Auch cool. Danke, danke, danke. Ist da nochmal eine Schatztruhe? Ne, diesmal nicht. Hätte ja sein können. Luke, I'll show you what I can do. Go ahead. Ja, ja. Takes. Blindhieb. Blindhieb für den, ja. Schwarzmagie, was passt am besten? Müsste gegen den hier. Der hat ja Feuer. Ja, das zieht ganz gut. Ja, der muss weg. Und so, Tidus kommt wieder rein. Das ist richtig gut, wenn der blind ist, weil der viel zu viel Damage raushaut. Bam! Vernichtend! Sehr schön, da steigen die Level wieder. So, dann machen wir jetzt nochmal das Sparrow-Brett fresh. Ich glaube, einen Kampf machen wir vorher nochmal. Dann frischen wir das Sparrow-Brett mal wieder auf, weil damit können wir einige Charakter nochmal deutlich verstärken. Boah, Alter, ist der down. Boah, heftig. Scheiße. Warte mal. Item. Nee, warte mal, der sollte gleich gegen Yuna tauschen. Und dann müssen wir die Beschwörung einwechseln. Denn sonst haben wir hier ein Problem. Beschwörung könnte das eventuell schaffen. Kein Bock jetzt zu verlieren, ey. Zorit geht auch nur auf ein. Schwarzmagie hat ja nur Feuer. Also als erstes mal den hier weg. Boah, der haut ihm auch so viel Damage rein, ey.
Warum? Oh, das war jetzt nicht so klug. Sauber. Das hätte jetzt auch gar nichts gebracht, weil der setzt ja gar keine Feuerattacken ein. Idiot. Ich habe gerade an meine eigenen Attacken gedacht. Hoffentlich haut er ihn das weg. Bam! Werf rein! 1133. Und das hat ihn noch nicht mal gekillt, ey. Viel zu heftig, das Vieh. Phönixfeder. Wie viel Leben gibt das wieder? Das wird jetzt auch mal interessant. 260, okay. Wenn er ihn einmal angreift, ist er schon wieder down. Ach so, wie krass kriegt die denn von dem auf die Fresse? Hauen wir Kimauri rein? So. Heftig. Ist da. Die Dinger sind richtig hart. So, und jetzt nochmal kurz das Spero-Brett durchkloppen. Da geht ja schon wieder einiges. So, wohin bewegen wir uns? Bewegen dahin. Wo sind wir denn jetzt gerade überhaupt? Ja, und dann können wir benutzen. Ja, benutzen. Die HP um 200 nochmal gestiegen und Trefferquote um 1 gestiegen. Dann bewegen. Jo. Und dann benutzen. Geschick um 2 gestiegen. Und benutzen Angriffskraft um 1 gesteigert. Sehr gut. Der nächste, Sir Orin. Jo. Benutzen. Was haben wir denn da gemacht? Okay. Wir haben einfach selbst ein Ding dazugefügt. Nochmal HP gestiegen. Und MP um 40 gesteigert. Ich glaube, die Dinger sind selten. Da habe ich einen ganz schön verschenkt, weil Orin selbst braucht eigentlich gar nicht so viel MP. Erstmal dahin. Benutzen. Kraftsparoid. Angriffskraft um 2 gestiegen. Hier können wir fast gar nichts machen. Hier können wir nur jetzt einen noch weitergehen und dann war es das schon. Sparobrett bei Lulu. Bewegen. Erstmal dorthin. Benutzen. Boah, zum Glück kriegt sie mehr Leben. 200 mehr Leben, das wird es bei ihr richtig bringen, weil sie hat, glaube ich, erst 300. Und nochmal mehr Mana. Und dann bewegen wir sie nochmal und dann kriegt sie sogar nochmal Leben. Nochmal 200 Leben mehr. Sehr schön. So wird sie jetzt auch brauchbar. Und dann Yuna. Gehen wir hier hin. Jo, benutzen.
Zauberabwehr um 2, 3 gestiegen. Benutzen. Magie steigt um 3. Und benutzen. Mana-Punkte steigen um 20. Jo. Und zu guter Letzt Walker. Ich will noch mal eben kurz was ausprobieren, wenn ich jetzt... Ah, gut, so könnte ich natürlich auch zwischen den wechseln. Alles klar, mit den Schultertasten. Was lernt er da? Warte mal kurz. Ability Heap wird erlernt. Gut. Da müsste ich zumindest einmal kurz hier hinlaufen, um den mitnehmen zu können. Ja, müssen wir. Nutzen. Damit wir die Attacke auch lernen, bewegen. Und dann können wir uns hier schon mal bewegen, jo. Ja, Leute, das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder ein Däumchen hinterlasst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt stabil und bis denn. Ciao.